Hallo und herzlich willkommen bei Selmas Recipes. Heute habe ich eine leckere vegane Kürbissuppe mit Kokosmilch für euch. Für die Kürbissuppe dünste ich zuerst eine Zwiebel und eine Knoblauchzehe glasig an. Dafür schneide ich sie hier nur grob in Stücke, denn die Suppe wird ja noch püriert. Ich bereite die Suppe in meinem Ninja-Suppenkocher zu. Für die, die sich dafür interessieren, füge ich den Link in die Videobeschreibung. Das Rezept eignet sich aber auch für die Zubereitung im Kochtopf oder im Thermomix und ähnlichen Geräten. An weiteren Zutaten nehme ich eine Möhre und ein kleines Stück Ingwer. Sowohl von der Möhre als auch vom Ingwer könnt ihr je nach Geschmack auch mehr nehmen. Den Hokkaido-Kürbis verwende ich mit Schale. Der ist bio und gründlich abgeschrubbt. Die Kerne sind übrigens sehr lecker und auch gesund. Die könnt ihr trocknen und geschält als Snack oder Topping für Suppen und Salate benutzen. Kürbis, Möhre und Ingwer kommen nun ebenfalls in den Suppenkocher und dann könnt ihr auch schon die Gewürze eurer Wahl zugeben. Ich nehme hier Salz, Pfeffer, Muskatnuss und Currypulver. An flüssigen Zutaten nehme ich Gemüsebrühe, ihr könnt aber auch einfach nur Wasser nehmen, cremige Kokosmilch und Zitronensaft. Wer es etwas fruchtiger mag, kann einen Teil der Brühe auch durch Orangensaft ersetzen. Im Ninja-Suppenkocher wähle ich nun das Automatikprogramm Smooth Soup. Dabei werden die Zutaten etwa 30 Minuten gekocht und gelegentlich kurz gemixt, damit nichts anbrennt. Bei der Zubereitung im Kochtopf müsst ihr die Suppe bei niedriger bis mittlerer Hitze so lange kochen, bis der Kürbis weich ist. Am Ende der Kochzeit mixt der Ninja-Suppenkocher die Suppe eine Minute lang auf Höchstgeschwindigkeit durch, sodass eine cremige Suppe entsteht. Bei der Zubereitung im Kochtopf könnt ihr das einfach mit einem Pürierstab machen. Die Kürbiscremesuppe serviere ich nun mit etwas Kokosmilch oder Schlagsahne, gerösteten Kernen, Koriander und Chiliflocken. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen und ihr probiert dieses Rezept auch mal aus. Ich freue mich schon auf eure Kommentare. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Tschüss!